Gut, ich habe eine Kleinigkeit, und zwar, wenn man so überlegt, was möchte man denn auf dem Server oder auch sonst wo irgendwie benutzen als Programmiersprache. Da gibt es ja nun ein, zwei, drei verschiedene. Und möglicherweise kommt man auf die Idee, dann sich irgendwie mal Node.js anzuschauen und sowas, um irgendwie mal so einen Server zu schreiben. Aber es ist halt dann doch unten drunter JavaScript mit all seinen Ekelhaftigkeiten. Dann kommt man auf die Idee, okay, nee, ich schreibe es irgendwie in CoffeeScript. Und dann hast du halt CoffeeScript, was versucht dann hinterher sich in JavaScript umzubauen, damit es dann irgendwie läuft. Und dann kapierst du es irgendwie nicht hundertprozentig wie CoffeeScript, dann hast du irgendein Modul, was du von einem anderen Autor bekommst, was du dir irgendwie von NPM runterlädst, und dann hast du das in CoffeeScript, und das ist alles irgendwie kein Riesenspaß. Node.js hat jetzt dazu zusätzlich noch irgendwie vor ein, zwei Wochen so einen kleinen internen Kleinkrieg angefangen, und unzufriedene Entwickler haben angefangen, das zu forken, weil die Firma, die irgendwie Node.js unter Kontrolle hält, nicht schnell genug reagiert und vielleicht die falschen Prioritäten setzt. Und wie es dann so ist bei solchen Open-Source-Projekten, dann nimmt es halt irgendwer und forkt es und macht es nochmal neu. Und sie sagen schon, es bleibt kompatibel, aber so insgesamt riecht es ein bisschen komisch, weil du halt JavaScript so als Nachteil hast. Du hast jetzt gerade diesen Kleinkrieg, der mich nicht so unglaublich glücklich macht. Und du hast bei Node.js-Projekten schnell das Problem, dass du siehst, oh, da gibt es ja auch ein Modul in NPM, was im Grunde auf ein Plugin in WordPress so mehr oder weniger drauf rausläuft, dass du halt irgendwelchen Code von irgendwem in dein Projekt reinknallst und hoffst, dass der in einem Jahr noch funktioniert. Und das wird sehr schnell sehr groß. Und dann hast du halt möglicherweise das gleiche Problem wie mit anderen Sachen auch. Und da habe ich herumgeguckt, was gibt es denn noch so? Pearl. Perl könnte man nehmen, wenn man 1970 lebt. Man könnte aber auch was Moderneres nehmen, nämlich zum Beispiel Go. Go ist eine Sprache, die hat sich Google ausgedacht. Und nachdem Google sich die ausgedacht hat, so als so mit so einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Vorgabe wie Swift bei Apple, ne? So sagen, wir wollen sowas Ähnliches wie C, aber ohne den Mist von C. Und was du mit Go hast, ist halt eine Sprache, die relativ übersichtlich ist. Du kannst das Dokumentation durchlesen und hast sehr schnell alles verstanden, was die kann. Und die Syntax ist ein bisschen komisch, aber da kann man sich auch dran gewöhnen. Aber was die dann macht, ist, sie baut dir ein Binary. Ja, du hast einen Compiler, du baust ein Binary, und dieses Binary kannst du nehmen, eine Datei, kopierst sie auf den Server und führst sie aus. Und du musst nicht wie bei Node.js zum Beispiel deinen sämtlichen Quelltext in allen richtigen Versionen mitliefern, damit das funktioniert. Du brauchst nicht einen Paketmanager auf dem System, wo das System dann laufen soll. Sondern du hast ein Binary, das ist wie eine App, ja? Du kannst laufen lassen, und die funktioniert dann so, wie du sie gebaut hast. Und die kannst du dann einfach dieses Binary nehmen, irgendwie mit Git dieses Binary auch versionskontrollieren und sagen, ja, dieses Binary schmeißt jetzt auf den Server, das funktioniert dort garantiert. Und das finde ich recht angenehm. Es gibt auch so die Möglichkeit, jetzt, also es gibt fertige Systeme, die du benutzen kannst. Eines ist, glaube ich, Hugo, ist auch so ein Blogging-System, was in Go gebaut ist, kann man sich mal anschauen, wie das so aussieht. Und es ist relativ im Vergleich jetzt zu Node.js und anderen irgendwie Skriptsprachen, Python und was es so gibt, hübsch zu lesen, und es macht Binaries. Und es ist nicht so ein Wildwuchs. Es gibt auch nicht so unendlich viele Module, sondern du kannst relativ, bist relativ nicht gezwungen, oder gezwungen ist jetzt ein bisschen negativ besetzt, aber du kannst relativ gut auch selber Zeug schreiben. Es ist so modular aufgebaut, dass du sagen kannst, okay, mir gefällt ein Teil von dem Google-Code nicht, da stecke ich was Eigenes dazwischen. Und so, auch wenn du jetzt einen Webserver hast, wenn du irgendwie ein anderes Modul haben möchtest, um deine Templates zu bauen, dann baust du dort dein eigenes Templating-System, und dann kann das halt von mir aus Markdown und solche Sachen. Es hört sich sehr interessant an. Es ist ein bisschen auch eine Einstiegshürde, weil es eben von weniger Leuten benutzt wird als Node.js zum Beispiel. Aber sieht interessant aus, und man kann ja durchaus auch für so eine Webanwendung so ein bisschen mixen und matchen und sagen, okay, wenn es zum Beispiel keine vernünftige Bibliothek gibt für ein relativ komplexes Thema wie Passbook-Pässe, dann nehme ich halt dafür doch das Node.js-Ding. Das gibt es nämlich. Und den Rest lasse ich halt in Go zum Beispiel, wenn ich eine Serveranwendung mache. Und ich kann halt davor irgendwie einen Reverse-Proxy stellen, irgendein Vanish oder ein Nginx, Nginx oder wie auch immer ihr ihn nennen möchtet, und denen dann die entsprechenden Pfade da nach Go und dann nach Node.js.
Und das habe ich mir jetzt mal ein bisschen angeschaut. Es sieht interessant aus und es ist halt auch so nicht irgendwie just-in-time compiled. Es ist einfach ein Binary, was du dorthin schmeißt und was performt. Und du weißt relativ sicher, wie es performt. Und du kannst, sie haben schon sehr viel schönes Tooling drumherum. Auch sie haben so einen Befehl, der auch vom Editor irgendwie ausgegeben werden kann, das ist so GoFormat, dass also der Quelltext bei jedem Speichern auch nochmal formatiert wird. Dass er immer nach dem Style Guide richtig aussieht. Und jeder Code sieht gleich aus, weil jeder Entwickler ihn durch dieses GoFormat durchschickt. Gehört Google, ist aber Open Source. Das heißt, wenn Google irgendwann zumacht oder böse wird, gibt es auch da die Möglichkeit zumindest, dass irgendwer das übernimmt und weiterführt. Also es ist eine interessante Alternative, wenn man mal auf dem Server irgendwas bauen möchte und es soll nicht irgendwie Node.js oder PHP oder Python oder eine von den üblichen Krankheiten sein. Ich bin nach wie vor Perl. Ist besonders gut lesbar. Fast so gut wie Haskell. Ja, nee, das ist... Gibt es nicht auch einen Webserver in Haskell? Die Regel von Atwood ist ja, dass früher oder später alles in JavaScript mal geschrieben wird. Und das versuchen ja auch Leute dann zu beweisen und schreiben alles, was es nur gibt, auch mal in JavaScript. Und kann man machen. Muss man aber nicht. Und das mit JavaScript, das ist auch das Ding so, das war nie dafür gedacht. Das war dafür gedacht, dass irgendeine Box blinkt. Naja, so kann man jetzt so nicht sagen. Das kann man schon so sagen. Und jetzt wird halt... C war das auch mal Nachdem es halt so populär geworden ist, mussten halt die Browserhersteller hergehen und gucken, wie man dieses Monster irgendwie schnell kriegt. Das haben sie jetzt auch geschafft. Aber deswegen ist die Sprache immer noch ein ziemliches Biest. Und ja, mal Go anschauen. Es gibt ein sehr hübsches interaktives Tutorial, wo du also auf der Webseite Go-Code eintippst. Den schickst du zum Server, der kompiliert ist und schickt dir das Ergebnis zurück in den Browser. Du kannst also auf dem Google-Server in dem Tutorial live deinen Code ausprobieren. Auch nett. Das ist schön. Ja. Gut.